Mein Name ist Theresa Frohzheim. Ich bin verantwortlich für die Organisation hier in der Mühle. Das heißt, ich kümmere mich um die Brautpaare, um die Durchführung der Hochzeiten, um die Hotelzimmer und um die gesamte Veranstaltungsplanung. Wir sind eine alte Mühle, ein historisches denkmalgeschütztes Gebäude. Das heißt nicht wir, sondern das Gebäude ist das. Natürlich ist es hier so, dass Brautpaare, die eine, das sage ich auch ganz oft bei den Besichtigungsterminen, die eine weiße Marmor-Location mit Spiegeln suchen, hier absolut im falschen Ambiente sind. Wir sind sehr gemütlich, wir sind rustikal, wir liegen im Naturschutzgebiet. Alles hier drumherum ist von diesem Ambiente geprägt. Was ich feststelle, ist, dass wir ganz viele Brautpaare haben, die diese Verbundenheit zur Natur ganz toll finden und deswegen uns aussuchen. Und auch, weil wir zumindest versuchen, die Hochzeiten möglichst individuell zu gestalten. Also wirklich auf die Brautpaare und ihre Wünsche einzugehen und auch alles, was in unserer Macht steht und wir umsetzen können, so tun. Unsere Location ist vor allem für Brautpaare geeignet, die mit etwas größeren Gesellschaften feiern wollen. Wir haben ganz viele Quadratmeter und abgesehen davon verteilt sich die Räumlichkeit auf 2 Etagen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel mit 20 oder 30 Gästen hier feiern möchten, verläuft sich das ein bisschen. Deswegen ist es wirklich was für Hochzeitsgesellschaften ab 80, 100 Personen, dann wird das interessant. Und wir dürfen mit bis zu 199 Gästen feiern. Das heißt, auch für richtig große Gesellschaften sind wir geeignet und können das umsetzen. Wir haben, beziehungsweise ich habe Carina und André letzten Sommer kennengelernt bei einer Hochzeit, die sie hier fotografiert haben, von einem ganz sympathischen Brautpaar. Was ich an den beiden besonders spannend fand, war auf jeden Fall, dass sie sehr engagiert waren. Also ich erlebe selten Fotografen, die sich vorher bei mir melden, um die Location zu besichtigen und zu planen, wo sie was aufbauen, sondern meistens kommt irgendwann am Tage der Hochzeit der Fotograf und sagt, hallo, da bin ich, wo muss ich denn hin und bin ich hier richtig? Aber selten jemand, der so engagiert für die Brautpaare arbeitet, und das fand ich besonders interessant und auch besonders beeindruckend. Wir haben von André und Carina auch ein Fotobuch bekommen, und zwar eins für die Mühle. Da zeige ich euch einmal die Seite, die ich persönlich am schönsten finde, nämlich die Detailseite. Das heißt, die Fotografen fotografieren die Details, bevor die Gäste kommen, die Braut und Bräutigam in der Regel selber gebastelt haben. Ich finde das eine ganz schöne Variante. Ich habe die Erfahrung gemacht, seitdem es digitale Fotografie gibt, werden Fotoalben und Fotobücher eher seltener gemacht. Also ich persönlich habe von meiner Hochzeit auch kein Fotobuch, kein Fotoalbum gehabt, und dadurch gehen die Erinnerungen so ein bisschen verloren in dieser digitalen Welt, und ich finde es total schön, dieses Fotobuch in der Hand zu haben, um sich auch noch mal zu erinnern, was passiert ist, und es vielleicht auch anderen zeigen zu können und eben nicht nur wollen wir mal die 3000 Bilder von unserer Hochzeit damals angucken, sondern wirklich ausgewählt und konkret die schönsten Bilder, die einem am besten gefallen, noch mal anschauen und auch zeigen zu können. Deshalb finde ich das eine ganz tolle Idee. Ich möchte Carina und André weiterempfehlen, weil die beiden ein natürlich sehr sympathisches Paar sind, weil ich es super gut finde, 2 Fotografen zu haben, die shooten an so einem Tag, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ja jeder Fotograf einen anderen Blickwinkel hat und vielleicht sieht sie was anderes als er und umgekehrt. Das finde ich ganz schön. Und weil sie individuell arbeiten und man auch hier das Gefühl hat, dass es nicht von der Stange kommt, also dass es so ein Abriss ist, der gemacht wird, so eine Hochzeitsreportage, jedes Mal das Gleiche, jedes Wochenende 2-mal, sondern weil ich auf jeden Fall das Gefühl hatte, dass die beiden sich viele Gedanken um das Brautpaar machen und auch um die Wünsche des Brautpaars und wie sie aussehen möchten. Und ich persönlich finde das super wichtig. Ich versuche meinen Job auch so zu machen und deswegen finde ich das ganz gut, wenn wir zusammenarbeiten und die Brautpaare dann auch eben mit den beiden zusammenarbeiten.